Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Race WTCC 2015 mit dem ersten Rennen heute. Und wir werden danach noch ein kleines anderes Rennen fahren. Das gucken wir mal, was wir dann fahren. Also irgendwas mit historischen GT-Fahrzeugen habe ich mir überlegt. GT mit historischen Tourenwagen. Oder vielleicht Gruppe 5 Wagen, keine Ahnung. Gucken wir uns auf jeden Fall jetzt mal die Startaufstellung an. Wir starten vor José María López, dem Argentinier und in Wirklichkeit mittlerweile dreifachen Weltmeister. Dahinter starten Sebastian Loeb und Ivan Muller, also die beiden Teamkollegen. Und Guillaume Ma auf Position 5. Wir haben also alle vier Werkstätten direkt hinter uns. Dahinter kommt Tom Chilton auf dem nächstbesten Roal Motorsport Chevy. Vor Norbert Michelic steht die Honda-Flagge als erster Hochhält neben Thiago Monteiro und Gabriel Tacchini. Daneben startet Mehdi Benani auf dem Sebastian Loeb Racing Citroën. Dahinter kommen die beiden Lader von Nicky Katzberg und Rob Huff. Sowie den Roal Motorsport Chevy von Tom Coronel neben dem Münich Motorsport Fahrzeug von Stefano Daste. Dahinter kommen Jap van Lagen auf dem nächsten Lada und neben Girolami, einem Argentinier, auf dem Honda Racing Team Sweden Civic. Dahinter Sabine Schmitz auf dem zweiten Münich Motorsport Chevy neben Ricard Rüdel auf dem zweiten Honda des Honda Team Sweden. So, dann James Thompson auf Position 19 vor unserem erstbesten Teamkollegen aus dem Campus Racing Team, Filippi. Dahinter Omola, unser zweiter Teamkollege, und neben unserem Markenkollegen dem Mustier auf dem Craft Bamboo Fahrzeug. Und als letzter startet Michael Koslowski auf dem letzten Lada. Und ich würde sagen, wir springen dann auch gleich einmal rein. So, fliegender Start. Start ist freigegeben. Alles ist eng beisammen. López keinen Windschatten geben. Aber auch am Vorbeibremsen hindern. Wow. Weil dann so ein bisschen angeschoben und jetzt kommt der Angriff von Loeb auf López und Loeb ist durch. Sebastian Loeb ist durch. Und vor lauter nach Zeiten und Rückspiegelgaffen. Denn die Citroëns geben sich gerade untereinander. Das können wir nutzen, um wegzuziehen. So. Sind wir in Führung geblieben. Also, merke, die erste Kurve hat es in sich. Ja, wir fahren 10 Minuten Rennen. Ich habe kurz überlegt, ob wir eine Viertelstunde sollen fahren. Aber wir haben gedacht, nee, 10 Minuten reicht pro Rennen. Haben wir noch Zeit für mal ein bisschen in die anderen Gruppen, was so ein Race from Racing Experience hier noch so gibt, reinzuschauen. Kommen jetzt hier über den Curb. Sebastian Loeb ist dicht hinter uns. Das muss man jetzt. Und das war's. Da müssen wir Loeb wohl durchlassen. Oder auch nicht. Aber er ist dicht dran. Oh, lauter nach hinten gucken, kein Bremspunkt mehr getroffen. Irgendwie kam es mir vor, als wäre das im Qualifying ein bisschen souveräner gewesen. So, jetzt haben wir aber einen deutlichen Abstand auf Sebastian Loeb. Ich denke mal, 6 Runden werden wir hier sehen. So, daran. Boah.
mit Lopez kollidiert. Müller da ein bisschen abreißen lassen. Und Tom Chilton hat Xiong Ma geschnappt. So, Doppelführung Citroën, wir dahinter. Alles selbst rausgeschmissen. Uiuiui, da bremst er ein bisschen früher wie wir. So, Löb jetzt mit schnellster Rennrunde. Das war eigentlich klar. Ja, gerade wir bremsen hier einfach schon noch ein bisschen konservativ. Hier kommt immer so ein kleiner Angriff, wenn die Citroën dicht hinter uns sind. Aber hier können wir Zeit gut machen. Das scheint so ein bisschen unser Abschnitt zu sein. Jedenfalls sind wir jetzt an Sebastian Loeb dran. Ich denke mal, jetzt ist er auch fällig. Nein, da ist er noch nicht fällig. Da müssen wir uns ein bisschen zurechtlegen. Ah, es funktioniert auch nicht, ohne einen Gewaltakt draus zu machen. Nein, nicht zu weit. Okay, wurden nicht verwarnt. Und Qualifying hat es, glaube ich, hierfür eine Verwarnung gegeben. So. Ich denke mal, da vorne können wir vielleicht einen Angriff starten. Jetzt, wo er rauszieht, bremsen wir ins Innen rein, auf die Innenspur. Besser rausbeschleunigen hat funktioniert. So. Das dürfte jetzt eine schnellste Rennrunde von uns werden. Wow. Sag mal, so souverän viel schneller wie im Qualifying sind wir jetzt hier im Rennen nicht. Vor allem nicht, wenn wir laufen noch solche Fehler machen wie hier. Wow. Wir fliegen die Pylonen und... Oh, Glück, beinahe noch in uns reingecrasht. Ist zumindest jetzt mal dran. Zu weit raus. Und dann kommt hier der Gegenschwung. So. Auf jeden Fall das Löb auch Vorsprung gekostet auf Lopez. Dennoch war ich 9 Zehntel schneller als Löb in dieser Runde. Gut, ich habe ihn ein bisschen ausgebremst. Wir sind jetzt in der 5. und hoffentlich vorletzten Runde des ersten Rennens. So. Sag mal. Ich glaube, das ist hier gar nicht mehr. Hier macht Glück auf jeden Fall Zeit. Gut.
Okay. Habe ich nicht geguckt, bei welcher Zeit wir wirklich über die Linie gekommen sind. Ich habe das ungute Gefühl, dass es erst die vorletzte Runde ist. Gerade ein bisschen Getriebeprobleme bekommen. Und schon ist Löb noch mal dran. Wow. Da ist mir gerade das Fahrzeug komplett ausgebrochen. Ja, und ich glaube, es wird noch eine siebte Runde geben. Denn ich kann jetzt unmöglich 7 Sekunden verzögern. Obwohl. 2, 1. Ah, nein! Mit der letzten Sekunde drüber gekommen, hätte ich ein Tickchen mehr abgebremst. Ja. So, naja. Alles geben. Noch einmal für die letzte Runde. Oh, unruhiges. Das Fahrzeug liegt sehr unruhig. Kein Dreher, kein Schnitzer mehr. Konservativ in die Kurven rein. Wir haben 1,6 Sekunden Vorsprung und... Im Normalfall müsste das locker reichen. Bauen jetzt sogar den Vorsprung noch mal ein klein bisschen aus. Hier jetzt. Ah, eigentlich jetzt sogar perfekt bekommen, die Kurvenkombination. Dennoch Löb ein bisschen schneller gewesen hier durch. So, das ist auch noch mal so eine... So, jetzt haben wir es mit einer fast fehlerfreien, perfekten Runde. Zum Sieg. So, da haben wir es. Dann gucken wir mal auf das Rennergebnis. Wir vor Löb, Lopez, Müller, Chilton, Kwiyong Ma, Michelic. So, unser bester Teamkollege müsste... Wo liegt er denn? James Thompson wurde letzter auf dem Lader. Bester Lader, Rob Huff, als 9. Ist das Philippi auf Position 17? Naja, egal, es gibt eh keine Punkte dafür. So, also, wir stehen vorne vor Löb und Lopez, das ist das Wichtigste. Damit sieht die Fahrergesamtwertung so aus und wir haben keine Teamwertung, fällt mir auf, das ist doch scheiße. Beim Test hatte ich eine Teamwertung, jetzt habe ich wieder keine. Naja. Das war's vom ersten Rennen, schaut heute später um...
theoretisch, wenn alles nach Plan läuft, um 17 Uhr zum zweiten Rennen nochmal rein. Wir werden davor ein kleines bisschen was, ein kleines anderes Rennen noch fahren. Welches suche ich mir noch raus? Macht's gut, bis dorthin, euer Replika 666.